Explosiv am Freitag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Barbara Ehlichmann. Sexy Liebestöter. Ihre Seidenstrümpfe verderben ihr die Hochzeitsnacht. Außerdem, seit Jahren feiert er auf Sylt dauerhitzefrei bei vollem Gehalt. Deutschlands faulster Lehrer. Heute in Explosiv. Das Spiel geht weiter, seit heute auch in Berlin. Dort soll Deutschlands meistgesuchter Verbrecher diesmal aufgetaucht sein. Die Polizei gibt nicht auf, der Mann wird gefasst, sagt sie, koste es, was es wolle. Seit gut einer Woche läuft die Fahndung nun schon auf Hochtouren. Uli Karp kennt den Stand der Ermittlungen. Er wird gehetzt, flieht seit Tagen durch die Wälder. Irgendwo zwischen Stadthagen und Hannover, so glaubt die Polizei, verbirgt sich der gesuchte mutmaßliche Mörder Dieter zur Wehme. Polizeisuchtrupps umstellen Maisfelder und Waldstücke, sobald sie einigermaßen glaubwürdige Hinweise bekommen. Doch immer wieder gelingt es, zur Wehme zu entkommen. Die Suchtrupps der Polizei finden eine Tasche, ein Klappmesser, Marmeladengläser. Thomas Jung ist Überlebenstrainer. Er veranstaltet Survival Camps. Er weiß, wie man in freier Natur durchkommen kann. Zurzeit sind die Aussichten, dass er gut überlebt, sehr gut eigentlich. Weil es gibt viel Nahrung, es gibt Wasser auch im Überfluss in Deutschland. Er kann aus jedem Bach was trinken, auch wenn es vielleicht nicht gerade gesundheitlich sehr gut wäre. Aber es wird ihn wahrscheinlich nicht interessieren im Moment. Und Essen gibt es überall, er kann Brombeeren finden, er kann auch Felder, irgendwas Mais oder was auch immer finden. Obst, Gemüse gibt es auch im Überfluss. Von dem her sind die Chancen sehr gut. Pausenlose Abend- und Nachteinsätze der Polizei. Leuchtraketen, doch Dieter zur Wehme entkommt immer wieder. Hubschrauber mit Scheinwerfern und Wärmekameras, die im Dunkeln Körperwärme orten können. Doch zur Wehme ist noch immer auf der Flucht. Helge Meyer, Ex-Elite-Soldat der dänischen Armee, kennt alle Tricks, mit denen sich ein Gangster verbergen kann, auch vor Wärmekameras. Beispielsweise Klamotten ausziehen, in Wasser eintauchen. Und dann kann man einen kleinen Feuersinn machen als Ablenkung. Dennoch, auf Dauer ist der Gejagte solch massivem Fahndungsdruck nicht gewachsen, wenn er nicht rechtzeitig entkommt. Also bis jetzt hat er wahrscheinlich mindestens 5 Kilo verloren. Viel Flüssigkeit wahrscheinlich auch. Ist geistig nicht mehr auf der Höhepunkt. Auch wenn er bewaffnet ist, seine Möglichkeit zu treffen ist minimal, ist aber da. Was die Polizei gemacht hat bis jetzt, war einfach gut. Nur da ist alleine, da ist der Gejagte. Und wenn man gejagt ist, haben andere Möglichkeiten. Und nutzt es halt auch aus. Derweil gehen weiterhin bei der Polizei in Stadthagen ununterbrochen Anrufe ein. Hinweise aus der Bevölkerung, Menschen, die glauben, den Gesuchten gesehen zu haben. Freibad Tropicana führt Fahrrad mit Stange und ist bekleidet mit einer grauen Hose und einem karierten Hemd. Alles klar, übernehmt. Die erste Zeit kam enorm viele Hinweise, dass es hier kaum zu bewältigen war. Auch fernschriftlich an den Dienststellen, wo noch die Hinweise auflaufen, oder auch per Fax. Die Hinweise, wie gesagt, werden weniger. Zurzeit erhalten wir ca. 30 Hinweise per Telefon von außerhalb. Frank Möller, Pressesprecher der Stadthagener Polizei, erklärt die Schwierigkeiten, den Täter zu fassen. Wie Sie vielleicht selber auch festgestellt haben, befinden wir uns hier in einem überwiegend ländlichen Raum. Der Schaumburger Wald ist mehrere Quadratkilometer groß, ebenso die sich um das Schaumburger Wald befindlichen Gebiete fast ausschließlich Felder und Wiesen sind. Von daher ist es äußerst schwierig, eine einzelne Person, zumal sie sich, wie wir davon ausgehen, zu Fuß bewegt, zu ergreifen. Doch inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass Dieter zur Wehme sich nicht mehr in den Wäldern aufhält, dass es ihm gelungen ist, sich nach Hannover durchzuschlagen. Möglicherweise ist der gesuchte Gangster in der Großstadt untergetaucht, verbirgt sich in den Menschenmengen. Für die Fahnder ist er hier noch schwerer zu fassen. So der Kölner Detektiv Dieter Wenzel. Zunächst muss man die markanten Details verändern. Das heißt, wenn man freie oder hohe Stirn hat, ein Toupet tragen, wenn man eine markante Augenpartie hat, eine Brille tragen, wenn man keinen Bart hat, einen Bart tragen, hat man einen Bart, den Bart wegnehmen. Man muss sich bewegen in der Stadt zu Zeiten der Rush-Hour. Um sich zu ernähren und an das Geld zu kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man bettelt. Man erbettelt sich das Geld. In einer Großstadt hat man innerhalb von 2-3 Stunden 50 Mark. Damit kann man überleben. Und es ist ein geringeres Risiko, als vielleicht eine Brieftasche zu stehlen oder einen anderen Diebstahl zu begehen. Abgetaucht in der Anonymität der Großstadt. Für den mutmaßlichen mehrfachen Mörder Dieter zur Wehme kann dies bedeuten, dass er so schnell nicht gefasst wird. Damit hatte der Herr Direktor nicht gerechnet. Bald darf er wieder dorthin, wo er schon so viele Jahre gesessen hat, ins Gefängnis. Doch er wechselt vom Chefsessel auf die andere Seite. Der Herr Direktor ist jetzt nämlich ein Gefangener. Gunter Weber berichtet.
Vor wenigen Stunden ist das Urteil gefallen. 3 Jahre muss Gefängnisdirektor Roland Kist hinter schwedische Gardinen. Mehrmals, so sahen es die Richter, hat der fidele Knastchef diese Insassin sexuell missbraucht. Und auch sonst war er den weiblichen Reizen nicht abgeneigt. Vor Gericht hat der Angeklagte steif und fest immer wieder seine Unschuld beteuert. Mit seinem Stehvermögen sei es nicht weit her und außerdem sei er zu allem Übel noch impotent. Die Richter glaubten ihm nicht. Jetzt hat er 3 Jahre Zeit, sein Leiden ausgiebig zu kurieren. Tja, quasi 3 Jahre Ferien. Davon träumt in diesem Fall nicht jeder, aber manche wollen wirklich gern Urlaub machen. Ein Studienrat hat sich diesen Traum erfüllt. Auf der schönen Insel Sylt genießt er sein Leben bei vollen Bezügen. Denn eigentlich hat der Herr Lehrer gar keine Ferien. Böse Zungen behaupten, er drückt sich vor der Arbeit. Deshalb ist er für viele Deutschlands faulster Pauker. Robert Keckeis hat ihn getroffen. Sommer, Sonne, Strand, was will ein deutscher Lehrer mehr? Während sich andere von einem anstrengenden Schuljahr erholen, setzt Studienrat Peter K. aus Hamburg nur das fort, was er eh schon seit 3 Jahren macht, Urlaub. Und Golf spielen, denn Golf soll gut sein für die Seele des geplagten Pädagogen. Er leidet unter nicht näher erklärten psychosomatischen Beschwerden. Grund genug für seinen Arzt, ihn per Attest für Jahre vom Unterricht zu befreien. Es ist einfach so, dass ich bei jeder Form von Belastung, wie gestern Abend oder vorgestern, reagiere einmal mit extremem Bluthochdruck. Ich habe mich jetzt sehr gut in der Gewalt. Es sind ja auch Medikamente. Wir waren heute Morgen beim Arzt. Bei jeder Form, die jetzt mit Schule, Schulpolitik und Tätigkeit dort zu tun hat, ich eben nicht mehr damit zurechtkomme. Bis vor 3 Jahren unterrichtet Peter K. Mathe und Physik an einer Gesamtschule. Doch dann wird er das Opfer der Bürokratie. Weil an seiner Schule zu viele Lehrer sind, soll Peter K. an eine Haupt- und Realschule überwechseln. Er klagt dagegen und verliert. 2 Wochen nach Dienstantritt erleidet er einen Kreislaufzusammenbruch, so heißt es. Seither macht Peter K. hitzefrei, zusammen mit seiner Frau. Ich habe nicht gewusst, dass Menschen so neidisch sein können, wenn 2 so wie wir ganz still und friedlich leben wollen. Und wir sind noch nie irgendwie aufgefallen, wir wollten noch nie auffallen. Freizeitspaß auf Sylt für Peter K., während Kollegen für ihn einspringen und Fehlstunden überbrückt werden müssen. Wolfgang Beuys, schulpolitischer Sprecher der Opposition in Hamburg, findet das nicht lustig. Ich gehe mal davon aus, dass der Lehrer, der jetzt seit 3 Jahren krank ist, nach A13 bezahlt wird. Das ist roundabout pro Monat 7.000 Mark. Wenn ich das mal sehr runterrechne auf 3 Jahre, komme ich auf einen Betrag von 250.000 D-Mark, der aus der öffentlichen Kasse bezahlt wird und die wird durch den Steuerzahler aufgebracht. Freizeitspaß bei vollen Bezügen. Auch Peter Kass Nachbar fragt sich angesichts dieses Beamtendaseins, ob das gerecht ist. Ich finde das nur unmöglich. Ne? Ich habe 3 Kinder und muss auch arbeiten. Und so einer liegt da in der Sonne. Ne? Irgendwo. Ich weiß nicht wieso, weshalb. Aber sowas kann auch nicht angehen. Doch wenn ein Arzt einen Menschen krank schreibt, dann kann der Arbeitgeber wenig tun. Besonders wenn seine eigenen Ärzte, in diesem Fall der schulmedizinische Dienst, die Diagnose immer wieder bestätigen. Also ich denke, es gibt 2 Alternativen. Die eine ist ganz klar, wenn der personalärztliche Dienst festgestellt hat, dieser Mann ist krank, dann kann er pensioniert werden, früh pensioniert werden. Das bedeutet aber weniger Gehalt, als er jetzt bekommt. Die 2. Alternative, die halte ich für die weitaus sinnvollere, ist im Gespräch mit seinem Vorgesetzten Oberschulrat oder auch dem Landesschulrat eine Lösung zu finden, ihn in einem anderen Bereich sinnvoll arbeitend einzusetzen. Doch von Frühpensionierung will der eifrige Golfer in seinem Ferienhäuschen auf Sylt nichts wissen. Naja, aber wenn man so krank ist, dass man Ruhe braucht, dann ist es ja immer das Ziel. Leib und Seele Lehrer, das dürfen Sie nicht vergessen. Er ist wirklich sowas mit Leib und Seele Lehrer. Und das kann man nicht abstreifen. Doch inzwischen haben auch die Schulärzte von Deutschlands faulstem Lehrer gehört und ihm bestätigt, dass er so krank wohl nun doch nicht ist. Am 25. August soll er sich wieder zum Unterricht melden, sonst wird ihm das Gehalt gekürzt. Schauen wir mal, ob er kommt. Er sieht aus wie ein rasender rosa Wattebausch, doch das Schoßhündchen ist tatsächlich ein Genie. Der kleine Hund steckt Lassie locker in die Tasche. Weil er so schlau ist, Birgit Schillings zeigt es Ihnen.
Ist es Richard Kleidermann? Ist es Stevie Wonder? Nein, es ist Chanda, Göttin der Tasten und wenn es nach Frauchen Sharon Robinson geht, der klügste Hund der Welt. Wenn Pudel Piano spielen, Chandas leichteste Übung. Auch sonst macht die Hundedame Tempo. Ein Niesen von Frauchen und Chanda eilt zum Taschentuch. Sharon Robinson sagt, ohne meinen Pudel läuft hier gar nichts. Wenn ich am Morgen dusche und unser Telefon klingelt, sagt die Hundehalterin, dann bellt Chanda ganz laut. Sie holt den Hörer und bringt ihn mir. Dann kann ich vom Bad aus telefonieren. Und Chanda steckt ihre kleine Schnauze wirklich in alles. Selbst vor Herrchens getragenen Socken schreckt der Pudel nicht zurück. Dabei ist sie zu höherem berufen. Wenn Chanda mal eine Rolle in einem Werbespot bekommt oder sogar ein richtiger Filmstar wird, sagt Sharon, dann nicht, weil wir ihre Gage kassieren wollen. Wenn sie berühmt wird, dann deshalb, weil sie so klug und schön ist und anderen Menschen Freude bringt. Die ganze Welt soll sehen, was für ein außergewöhnlicher Hund sie ist. In Amerika ist die pfirsichfarbene Pudeldame schon ein richtiger Promi. Abends schaut sie sich gerne die Videos ihrer vielen Fernsehauftritte an. Dabei ist eigentlich schon jedes Gassigehen die perfekte Show. Der richtige Wagen ist wichtig, meint der Society-Pudel. Im eigens für sie entworfenen Chanda-Mobil rollt die bellende Föhnfrisur von Termin zu Termin. Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich, erzählt die Hundemutter. Die auch Tiere haben, finden zum Beispiel, dieser Hundebuggy ist die tollste Erfindung seit der Nougat-Creme. Sie wollen dann auch gleich so einen Wagen haben. Vielleicht wollen Sie ja auch einen Hund, der den Müll aufsammelt. Selbst wenn Chanda von Mülltrennung noch nicht allzu viel gehört hat. Dafür umso mehr von Ausgleichssport. Interne Termine innerhalb des Hauses nur mit dem Skateboard. Unsere Bekannten finden Chanda toll, sagt Sharon. Wir reden über sie wie stolze Eltern über ihr Kind. Wir erzählen ihnen beispielsweise, Chanda kann schon wieder einen neuen Trick. Manche unserer Freunde sind allerdings schon ziemlich genervt. Aber was soll man machen? Ich bin halt nur eine stolze Mutter. Der Pudel, der Türen öffnet und Knoten löst. Am Ende des Tages ist Madame sogar noch zu einem Interview bereit. Einmal bellen bedeutet ja, zweimal nein. Willst du nicht irgendwann mal Urlaub machen und das alles hinter dir lassen, fragen wir? Ja, diese Antwort ist eindeutig. Sie hat es sich verdient. Zwischendurch mal eine ganz andere Frage. Kennen Sie halterlose Strümpfe? Die sind sexy, so wie Strapse, aber leider nicht so haltbar. Die dünne Gummischicht an der Innenseite des Strümpfes soll helfen, dass sie da bleiben, wo sie hingehören. Tut sie aber oft nicht. Ein amerikanischer Wäschehersteller prahlt jetzt mit einem neuen Patent. Silikonstreifen geben angeblich die Anti-Rutsch-Garantie. Tatsächlich halten die Strümpfe so gut, dass der Hersteller verklagt wurde. Desiree Rosan erzählt Ihnen die ganze Geschichte. Zart und seiden und unschuldig haben sie sich angeschmiegt. Eben das gewisse Extra für die Hochzeitsnacht. Denn die Braut hatte sich so darauf gefreut. Auf das Kleid, das Make-up, die teure Unterwäsche, die Strümpfe und die Hochzeitsnacht. Und dann das. Alles verdorben. Schmerzensschreie dringen aus der Hochzeitssuite, nur weil die teuren Strümpfe viel besser halten als geplant. Ich hatte sie extra für diesen besonderen Tag gekauft. Diese schönen, weißen, halterlosen Strümpfe mit einer echten Spitzenborte. Und die waren natürlich von innen beschichtet mit Silikonstreifen. Das Beste, was man zurzeit kriegen kann. Der schönste Tag im Leben der 23-Jährigen. Alles ist militärisch durchorganisiert. 1.30 Uhr einkleiden, das Kleid, die Wäsche und die Strümpfe anlegen. Dann Hochzeit feiern, Ja sagen, küssen, Kuchen essen und tanzen. Eben der schönste Tag im Leben. Dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein dunkler Schatten über die unbeschwerte Feier fällt, ahnt niemand. Denn das Elend hat bereits Festbesitz ergriffen von den Beinen der Braut. Am Abend sind wir dann hoch auf unser Zimmer gegangen. Ich wollte mir etwas Bequemeres anziehen und da ist es passiert. Ich habe die Strümpfe runtergezogen und meine Haut gleich mit abgeschält. Ein Peeling, porentief. Denn das Silikonband im Strumpf hat mit ihren Beinen den Bund fürs Leben geschlossen. Eigentlich sollen diese Klebebänder nur die Nylons am Bein halten, damit sie nicht beim ersten Schritt auf die Füße fallen. Doch bei Elisse wirkt's wohl besonders gut.
As I started to peel. Ich habe dann versucht, die Strümpfe ganz langsam abzuziehen, aber die Haut wurde richtig heiß. Überall waren kleine Bläschen und die waren längst mit den Strümpfen verklebt. Auch ein kalter Waschlappen hat nichts bewirkt. Und dann habe ich die Nylons eben mit einem Schwung runtergezogen und die Haut gleich mit. An die Hochzeitsnacht ist nicht mehr zu denken. Elissa leidet und ihr frisch angetrauter Ehemann gleich mit. Statt für Stimmung sorgen die Strümpfe für ein abruptes Ende der Glückseligkeit. Mein Mann hat sich furchtbar aufgeregt, natürlich, weil ich solche Schmerzen hatte. Statt einer romantischen Hochzeitsnacht habe ich heulend auf der Bettkante gesessen, übersät mit Blasen. Und wir haben über Strümpfe diskutiert. Noch einmal wird der Fotograf bestellt. Da, wo es weiß ist, auf den Beinen hat sich die Haut abgeschält. Elissa fordert von der teuren Wäschemarke Schmerzensgeld. Nicht etwa wegen der Schmerzen, sondern weil die Hochzeitsnacht ruiniert ist. Sie hatte früher schon oft halterlose Strümpfe getragen, nie war etwas passiert. Im Laden hat zunächst niemand für sie Verständnis. Ich hatte schlimme Wunden, dann bin ich dorthin gegangen und habe jemanden von dieser Firma mit meinen Beinen konfrontiert, meinte Elissa. Die Frau sagte nur, oh, allergisch, nicht mal das Geld für die Strümpfe haben sie mir zurückgegeben. And kept doing what she was doing. Inzwischen haben beide das Trauma der ersten Nacht als Ehepaar überwunden. Um ein wenig Trost für die seelische Grausamkeit zu finden, fordert Elissa nun $75.000 für verpasstes Liebesglück. Denn was so schön begann, kam nicht zu dem Ende, das Elissa geplant hatte. Als es zum Hauptteil des Abends kam, da gab es nur noch ein Thema. Nicht Romantik, sondern Narben und Schmerzen. Meine Hochzeitsnacht, das waren nicht nur körperliche Schmerzen, das war seelische Qual. Und die hat auch mein Mann abbekommen. Die kleinen Bläschen an Elissas Beinen sind natürlich längst verheilt. Doch die seelischen Narben, die bleiben, betont die junge Ehefrau. Denn sie hat es doch eigentlich nur gut gemeint mit den Strümpfen. Es sollte eben alles perfekt sein, am schönsten Tag ihres Lebens, der ihrer Ehe nun die erste schmerzhafte Zerreißprobe beschert hat. Hauptsache, die Ehe hält so gut wie die halterlosen Strümpfe. Der Hersteller hat sich inzwischen entschuldigt. Das Anti-Rutsch-Patent soll noch einmal überprüft werden. Zur Sicherheit der Kundinnen. Explosiv ist gleich wieder da mit diesem Thema. Blanker Schock. Plötzlich sehen ihn Millionen splitternackt unter der Dusche. Er ist Opfer der Videovoyeure und die lauern inzwischen überall. Spanner in der Umkleidekabine. Jetzt in Explosiv. Ihre Koloration ist in Gefahr. Denn Haarwäsche greift ihre Koloration an. Neu Pantene Color Protection Spray. Verwenden Sie es vor der Haarwäsche. Es hilft, Ihre Farbe vor dem Auswaschen zu schützen. Behalten Sie das frisch kolorierte Gefühl länger. Das neue Color Protection Spray von Pantene. Heute kommt ja dieser Austauschstudent aus Frankreich. Um den kümmerst du dich. Hallo, ich bin Pascal. Das gibt's nicht. Ein Kaffee? Oh, oui. Und wie wär's mit einem Duplo? Was ist Duplo? Ein Schokoriegel. Zum Kaffee? Ganz schön anspruchsvoll. Voilà. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Sind die lang? Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Deutsche Männer haben doch Fantasie. Super Endspurt im Sommerschlussverkauf mit weiteren Preisreduzierungen. Gartenmöbel und Auflagen jetzt bis zu 30% reduziert. Tolle Sonderangebote mit Reduzierung bis zu 70%. Auf zum dänischen Bettenlager. Danone präsentiert Gran Frutta. Frucht ist nicht gleich Frucht, auf die Auswahl kommt es an. Hier, die echten Pfirsiche aus Avellino. So saftig sind sie nur in Süditalien. Eine gute Wahl. Nur echte Avellino-Pfirsiche kommen in den neuen Joghurt Gran Frutta. Eine gute Wahl, denn nur Früchte aus ausgewählten Anbaugebieten sind gut genug für Gran Frutta. Avellino-Pfirsich, Waldburg-Erdbeere und. Eine gute Wahl. Von Pantene gibt es jetzt einen Weg, das gesunde Aussehen und die farbfrische, kolorierte Haare zu erhalten. Das neue Provi Color von Pantene. Kinder Pingui, mit viel frischer Vollmilch gemacht. Könnte es auch im Becher geben. So? Oder so? Nein, lieber so.
in einer knackig zarten Schokohülle. Ohne Becher, ohne Löffel. Kinderpingui. Ohne Becher, ohne Löffel, aber mit viel Milch gemacht. Meine Wahl, das neue Persil Mega Perls, jetzt kraftverstärkt bei 40 Grad. Für perfekte Persilreinheit, auch bei niedrigen Temperaturen. Man sieht's an den blauen Perlen, das neue Persil Mega Perls, kraftverstärkt bei 40 Grad. Persil, da weiß man, was man hat. Typisch Eltern, immer muss alles gesund sein. Milch trinken, Eisen, Vitamine. Ich esse am liebsten Kellogg's zum Frühstück. Wie meine Smacks, da schmeckt sogar die Milch. Vitamine und Eisen sind auch noch drin, aber die schmecken viel besser. Und nie wieder nörgelige Eltern. Kellogg's, Frühstück, wie es Kinder lieben. Lesen Sie diesen Monat in Tomorrow die 100 schönsten Frauen, wie Sie die erotischsten Bilder der Filmstars und Supermodels im Netz finden. Handys im Auto, wie Sie mit Freisprechanlagen sicherer fahren. Das Internet-ABC, alle wichtigen Internetbegriffe für Einsteiger und Profis. Plus Extraheft, die 500 besten Erotik-Sites. Tomorrow, jetzt am Kiosk für 5 Mark. Die neue Bauknecht Dynamic Sense wäscht so schnell wie möglich. Einwandfrei sauber. Ariel Hydraktiv auch, weil es flüssig ist und sofort wirkt. Cool waschen, cool aussehen. Bauknecht empfiehlt Ariel Hydraktiv. Kinosommer bei RTL. Katerstimmung im Vatikan. Der Papst ist tot. Wer wird der neue Papst? Diesen Kandidaten schickt der Himmel. Denn im Vatikan ist der Teufel los. Diesen Pontifex werden wir gut unter Kontrolle haben. Ich will die Kontoauszüge und die Bücher sehen. Leg den um. Sie sind nicht John Wayne, sondern der... Ich bin hier das Gesetz. Dieser Film hat in Rom wahre Lachanfälle ausgelöst. Robbie Coltrane ist ein Papst zum Küssen. Samstag 20.15 Uhr bei RTL. Gewinnen Sie beim RTL-Kinosommer mit Opel, Motorola und TV-Spielfilm tolle Preise. Entdecken Sie die Symbole unserer Slot-Machine und sagen Sie uns, was Sie gesehen haben. Seine Frau betrügt ihn. Jetzt will er abnehmen um jeden Preis. Um Gottes Willen, Bernd! Sag doch was! Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Montag 20.15 Uhr bei RTL. Das hat uns gerade noch gefehlt. Eine versteckte Kamera in der Umkleidekabine oder auf dem Klo. Hightech-Spanner kommen ganz leicht auf ihre Kosten. Sie installieren eine sogenannte Webcam und schauen sich die Bilder an. Ganz gemütlich zu Hause am Computer. Wolfram Kunig zeigt es Ihnen. Athletische Männerkörper, schwitzend auf dem Feld der Ehre. Mann gegen Mann, ein Kampf, erregend für die Zuschauer. Doch auch nach dem Spiel gab es noch Zuschauer im Umkleideraum. Die Sportler im Mittelpunkt, so wie dieser Athlet, der nicht erkannt werden möchte. Mit einer versteckten Kamera im Duschraum wurden die jetzt nackten Sportler gefilmt. Nicht etwa für private Zwecke, sondern fürs Internet. Als ich die Homepage sah, war ich auf ihr zu sehen, ganz nackt. Ich war total schockiert. Wissen Sie, die ganze Welt kann mich sehen. Eine unfreiwillige Attraktion im Internet. Das hat er nicht gewusst und nicht gewollt. Er und 200 weitere Studenten klagen jetzt gegen Unbekannt. Die Bilder aus der Umkleidekabine sind zwar nicht anstößig, doch sie zeigen die Privatsphäre der Sportler. Auch wenn jeder weiß, wie ein Männerkörper aussieht, zum Aufgeilen von Spannern im Internet möchte kaum jemand herhalten. Ich glaube, die Kamera muss in einem Rucksack gesteckt haben. Sex ist im World Wide Web immer noch der gefragteste Artikel. Zahllose Websites versprechen knackige Körper, versteckt gefilmt. Ein optischer Genuss aus der Distanz und ganz ohne Reue. Ich denke, dass es heimlich passiert, bringt zwei Sachen mit sich. Einmal halt eben, dass dieser Mann aus Distanz heraus sich sexuell erregen kann, vielleicht auch befriedigen kann. Hochbefriedigende Bilder also, aufgenommen von und für Menschen, die in der Realität vielleicht nicht klarkommen. Ohne ihr Wissen werden die Sportler aus dem Umkleideraum zum Sexobjekt für die Masse. Die Kameras dabei werden immer kleiner und unauffälliger. Keine Chance, sie zu erkennen. Ein richtiger Voyeur, der kann nur sexuellen Genuss über eine Distanz erfahren. Das heißt, er kann nur mithilfe solcher Bilder oder dass er durch ein Schlüsselloch guckt oder sonst irgendwie distanziert Paare oder Einzelpersonen beobachtet und daraus seine Befriedigung zieht. Oder, wenn es zur Befriedigung etwas mehr sein muss, dann wird gleich eine ganze Footballmannschaft genommen. Natürlich nach dem Spiel im Duschraum. Der Urheber dieses Videos konnte noch nicht ermittelt werden. Doch die Footballmannschaft hat einen kleinen Erfolg. Der Netzanbieter ließ die Website mit den nackten Tatsachen aus dem Duschraum sofort sperren. Das war's für heute von uns. Morgen erwartet Sie an dieser Stelle wieder Markus Lanz mit der guten Weekendmischung. Sachen zum Lachen und Staunen. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Der Lack ist ab bei den Herren. Jetzt muss neue Farbe her. Wer mit beiden Beinen im Leben steht, greift zum Pinselchen und peppt die Zehen auf. Der lackierte Mann. Morgen in Explosiv Weekend.